Wir können unseren eigenen Erinnerungen nicht trauen. Vielleicht habt ihr es schon mal gehört. Vielleicht fragt ihr euch aber auch, hä? Ich war doch bei dem Erlebnis selbst dabei. Warum sollte ich mich später falsch daran erinnern? Falsche Erinnerungen können vor Gericht furchtbare Konsequenzen haben. At that moment, my memory is becoming contaminated. It is a nightmare. Wir gucken uns das heute mal an. Wir rufen quasi unser eigenes Gedächtnis bei einem Experiment in den Zeugenstand. Wie verlässlich sind unsere eigenen Erinnerungen wirklich? Ein weißes Oberteil, weißen Pulli trug sie. Weiß, schwarz, irgendwas mit Muster auf jeden Fall. Rotes Oberteil. Ich will mit jemandem sprechen, die weiß, wie sehr sich das eigene Gedächtnis täuschen kann. Jennifer Thompson aus den USA hat das mit schwerwiegenden Folgen erlebt. Ihre Geschichte beginnt mit einem Verbrechen. 1984 wird sie Opfer einer Vergewaltigung. When you were 22, the one nightmare that every woman shares happened to you. Can you tell me about that? I lived alone. A man broke into my apartment in the middle of the night and woke me up with a knife to my throat and told me to shut up or he was going to kill me. I knew that there were certain pieces of information the police were going to ask me, like height and weight and clothes. And so I put a blanket around my body and I tried to stand close to him to gauge how tall he was or how much he weighed. And I wanted to identify like his pants and his shoes, like anything and everything. And I ran out the back door and I was taken to the hospital for a rape kit. And they, you know, began to collect all the biological evidence. Jennifer und ein weiteres Opfer identifizieren den vermeintlichen Täter. Auf einem Foto und auch live. Der Mann mit der Nummer 5, Ronald Cotton, geht ins Gefängnis. Doch beide Frauen trügt ihr Gedächtnis. Ronald Cotton ist nicht der Täter. 11 years later, in 1995, I got a phone call from the detective in the case saying that he needed to come see me. Talk to me about this whole language post-conviction DNA testing. That Ronald still claimed innocence. So they ran the test and they said the DNA did not match Ronald Cotton. Ronald would be released by the end of the month. And I had never heard of such a thing. I'd never heard of the word wrongful conviction or exoneration. I didn't understand it. Der DNA-Test offenbart den wahren Täter. Bobby Poole. You do lose trust in your memory, but I mean it's more than just you start questioning your capacity to remember things. You start questioning your right to exist. Jennifer war sich ihrer Erinnerung so sicher, dass sie es vor Gericht bezeugt hat, nur um erschüttert festzustellen, dass sie falsch lag. Wir werden zu ihr nochmal zurückkommen. Wie kommt es zu veränderten Erinnerungen und falschen Zeugenaussagen? Das will ich an der Fernuni Hagen bei einem Experiment herausfinden. Und wie unsere Erinnerungen manipuliert werden können. Dazu treffe ich Professor Eileen Oeberst. Hallo. Hallo. Schön. Freut mich auch. Eileen forscht seit Jahren auf dem Gebiet der falschen Erinnerungen. Bist du jetzt durch deine Forschung dann so, dass du sagst, okay, ich traue meinen eigenen Erinnerungen schon gar nicht mehr? Oder? Also mein Gedächtnis ist sowieso ein Sieb, insofern traue ich denen sowieso nicht allzu sehr. Diese Forschung macht dir deutlich, dass man da deutlich demütiger sein muss, ne? Dass man nicht so sehr sich sicher sein kann, weil ich einfach tagtäglich in meiner Arbeit auch sehe, dass das wahnsinnig beeinflussbar ist. Aber jetzt machen wir erstmal ein kleines Experiment. Was wird mich denn da erwarten? Wir werden nachher mit den Versuchspersonen zusammen und mit dir eben einen Film uns anschauen und da geht es eben darum, dass wir danach Fragen stellen werden zu eurem Gedächtnis, woran ihr euch erinnert. Und dann kommt noch ein zweiter Teil. Ein kleiner Clou, den wir noch nicht verraten. Wie ist das bei euch? Hattet ihr vielleicht schon mal falsche Erinnerungen oder musstet ihr vielleicht sogar schon mal eine Zeugenaussage machen? Schreibt mir das sehr gerne in die Kommentare. Und wenn euch der Film gefällt, lasst uns gerne ein Abo da. Für unser Experiment haben wir 10 Personen unterschiedlichen Alters eingeladen. Ja, herzlich willkommen. Wir wollen heute zusammen ein kleines Gedächtnisexperiment machen. Ihr habt schon gesehen, wir brauchen eine Einverständniserklärung von euch und bräuchten auch eure Ausweise dazu.
Unsere Teilnehmenden glauben, dass sie hier an einer wissenschaftlichen Studie allgemein zur Gedächtnisleistung teilnehmen. Worum es genau geht, wissen sie nicht. Nur, dass sie dabei gefilmt werden. Wir werden euch einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Ich werde euch im Anschluss dann Fragen stellen und insofern merkt euch so viel ihr könnt. Ich habe das Haus meiner Mutter geerbt. Was da überall für Bargeld versteckt war. Sie hat keiner Bank getraut. Hände hoch, Mutter! Ist schon wieder ein Überfall. Wir steigen mal ganz offen und gemütlich ein mit einer Frage, was euch am besten eigentlich in Erinnerung geblieben ist von diesem Film. Die Dame hatte 83.000 Euro in bar dabei. 83.475. Der Moment, als die Frau da reinkam, um die Bank zu überfallen. Bei mir war das die neue Bankmitarbeiterin. Dieser beknackte Typ, der seine Kollegin so von oben herab behandelt hat. Was hier schon klar wird, wir erinnern uns jeweils besonders deutlich an ganz unterschiedliche Szenen aus dem Film. Und das hat seinen Grund. Sicherlich kennt ihr das auch. An manche Erlebnisse erinnern wir uns einfach besser als an andere. Ich zum Beispiel an einen besonderen Tag mit meinem ersten Hund oder meinen Fallschirmsprung. Aber leider auch an meinen Fahrradunfall. Wieso ist das eigentlich so? Diese Erlebnisse hier haben alle eins gemeinsam. Starke Emotionen, bei denen diese Hirnregion hier aktiv ist, die Amygdala. Wird diese Hirnregion, die Amygdala, aktiv, dann schüttet sie Hormone aus, wie Noradrenalin. Und das fördert das Verbinden von Nervenzellen und dadurch die Erinnerungsbildung. Aber müsste sich Jennifer Thompson dann nicht an alles genau erinnern in dieser hochemotionalen Situation? Macht sie. Nur haben sich ihre Erinnerungen wohl im Nachhinein verändert. Aber warum? Wir wollen bei unserem Experiment dieser Frage nachgehen. Bisher dachten alle, es würde nur um den Film gehen und ich würde einfach nur als Teilnehmerin mitmachen. Wir lösen auf. Willkommen zurück. Vielen Dank schon erstmal für den ersten Teil. Es folgt noch ein zweiter Teil. Und dazu müssen wir euch was verraten. Also Jasmina muss das jedenfalls. Erinnert ihr euch noch, dass ihr vorhin recht vertrauensselig eure Personalausweise einer fremden Person gegeben habt? Ja. Ja, da wollen wir euch gleich noch mal kurz zu befragen und mal gucken, was euch dazu noch so einfällt, zu dieser Person. Wie ist es bei euch? Erinnert ihr euch noch an diese Person? Merle Wachendörfer ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team von Eileen. Sie will genau das jetzt von unseren ProbandInnen wissen. Wie gut können sie die Frau beschreiben? Während Merle die ZeugInnen befragt, können Eileen und ich im Nebenraum standesgemäß hinter Spiegelglas alles beobachten. Das Einzige, was ich sagen kann, weiblich, dunkel gekleidet und Ende Gelände. Ich habe nicht darauf geachtet, wer es war. Aber ich wette, du warst es. Auch interessant. Dunkle Haare auf jeden Fall. Halblang, etwas über Kinnlänge. Blonde Haare? Stimmt nicht, ne? Nein. Dunkle Haare, schulterlang, würde ich sagen, mit Pony. Offen, gelockt. Die hatte einen Zopf. Vom Gesicht, boah, ey. Braune Augen. Aber das ist jetzt wirklich spekulativ. Man will ja auch so gerne Infos liefern, ne? Natürlich, man kramt dann natürlich. Dann kommt auch die Fantasie, springt dann natürlich an. Ja, ne? Klar, du willst ja auch, gerade so bei der Verbrechensaufklärung, du willst ja behilflich sein, du willst ja, dass die Person gefasst wird oder so, ne? Du bist halt total motiviert. Hat die Person eine Brille getragen? Nein. Eine Hornbrille hatte sie auf. Brille ist mir nicht aufgefallen. Ein weißes Oberteil, weißen Pulli trug sie? Sie hatte schwarze Sachen an? Weiß, schwarz, irgendwas mit Muster auf jeden Fall. Rotes Oberteil, dachte ich. Oder ich verwechsel das gerade mit dem Film. Stell dir mal vor, wir würden uns all das merken und unser Gedächtnis wäre voll mit all diesen ganzen Informationen und wäre vielleicht auch gar nicht so gefiltert oder priorisiert. Ja. Ich glaube, wir würden wahnsinnig werden, absolut, ehrlich gesagt. Schon die erste Befragungsrunde zeigt 10 Personen, 10 unterschiedliche Personenbeschreibungen. So sah unser Lockvogel Maria übrigens wirklich aus.
Wie kommt es dazu, dass sich unsere ZeugInnen so unterschiedlich an sie erinnern? Wir stellen uns unsere Erinnerungen ja gerne wie Schnappschüsse vor. Das passt aber nicht ganz, denn schon unser Auge funktioniert nicht wie eine Kamera. Schon rein anatomisch können wir unsere Umwelt gar nicht so scharf wahrnehmen wie hier auf diesem Foto. Es ist eher so, wir sehen nur einen Bruchteil des Bildes wirklich scharf. Und zwar je nachdem, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken. Zum Beispiel das Gesicht des Fahrradfahrers. Oder aber diesen Typ hier. Aber wenn jetzt eine Waffe ins Spiel kommt, die uns bedroht, dann passiert etwas, das wir den Waffenfokuseffekt nennen. Unsere Amygdala überschüttet uns mit Stresshormonen und wir lenken all unsere Aufmerksamkeit, den gesamten Fokus auf das, was uns bedroht, auf die Waffe. Aber dann und auch normalerweise wirkt es natürlich nicht so, als würden wir die Peripherie des Bildes irgendwie unscharf sehen. Und das hat mit einer Meisterleistung unseres Gehirns zu tun, die auch auf unseren Erinnerungen basiert. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel mal hier hinschaut, das da, das erkennen wir ja ganz intuitiv als Auto, auch wenn es unscharf ist. Unser Gehirn ergänzt also den Rest des Bildes basierend auf unseren Erfahrungen und darauf beruhenden Vorhersagen. Deswegen wirkt alles insgesamt für uns scharf. Aber genau bei diesem Prozess können wieder Fehler entstehen. Zum Beispiel hier ganz am Rand. Wir sehen ja, das sind Roller. Aber ob die jetzt wirklich schwarz oder blau oder grau sind, man weiß nicht so genau. Und wenn jetzt einer eine Waffe auf uns richtet, wie gut können wir dann wirklich das Gesicht desjenigen erkennen, der sie hält? Auch der Mann, der Jennifer Thompson überfallen hat, hatte eine Waffe. Aber ihre Erinnerung hat sich erst im Nachhinein durch die Polizeiarbeit verändert. Die begann mit einem Phantombild. The officer has a file box of different parts of our face. So, you know, as I'm describing his eyebrows, they're picking out, you know, 20 eyebrows and asking me, does this look his eyebrows? Is this his eyebrows? You know, so you pick out the closest eyebrows. And same with the nose and the lips and just everything. At that moment, my memory is becoming contaminated. So now my memory has the original picture of Bobby Poole, which was, you know, 5 hours old, overlapping with a composite sketch. The photographic lineup was 3 days after the assault. And when I pick up Ronald Cotton's photograph, his photograph was the photograph that looked the most like the composite sketch. And when I went to the physical lineup, I now am no longer able to retrieve Bobby Poole or really even the composite sketch. I'm now retrieving the photograph of Ronald Cotton. It changes my memory forever. Als sie Ronald persönlich sieht, passt er genau zu ihrer Erinnerung, die aber von Foto und Phantombild kontaminiert ist. 3 Jahre später sehen sie und das zweite Opfer den wahren Täter vor Gericht. They brought in this person, whose name was Bobby Poole, who of course denies having any involvement. The second survivor and myself say we don't recognize him at all. And the person who raped us is indeed Ronald Cotton. Ronald Cotton wird erneut verurteilt, zu 2x lebenslänglich plus mehreren Jahrzehnten. Did you ever experience, you know, blame and shame and all of that? The blame is always, if it's a rape, on the person who's made the ID. And there's everything wrong with that, because it wasn't my fault. I was led into a flawed procedure. Bobby Poole wasn't even in the lineup. So it was flawed. Erinnerungen sind instabil. Bei Jennifer hat sich die Erinnerung an das Gesicht des Täters Bobby Poole immer wieder überlagert. Erst durch das Phantombild, dann durch das Foto von Ronald Cotton, dann durch die Gegenüberstellung. Aber es gibt noch andere Mechanismen, die unser Gedächtnis beeinflussen. Unser Experiment geht in die nächste Runde. Wir haben unseren Teilnehmenden immer noch nicht gesagt, wie unser Lockvogel Maria wirklich aussieht. Während Merle erst noch ganz allgemeine Fragen zu ihr stellt. Mitte 30. Kannst du dich noch an die Augenfarbe der Person erinnern? Kannst du noch mehr zu den Haaren sagen? Wie war die Statur der Person? Hat die Person eine Brille getragen? Versucht sie jetzt, die Erinnerungen zu manipulieren und etwas zu suggerieren, was gar nicht da war. Kannst du mir noch was zu den Ohrringen sagen?
Jetzt, wo du sagst, könnte sein, dass sie auch Ohrringe hatte. Dann waren es aber so goldene und einfach nur, wie heißen die, Kreolen oder wie die heißen. Ja. Das hat Merle ja echt erfolgreich, also sie hat es ja vorher nicht gesagt, ne? So, und dann hat Merle ja im Grunde die Frage gestellt, kannst du mir noch etwas zu den Ohrringen sagen? Und das suggeriert ja, da wären Ohrringe gewesen, so, ne? Ja. Und da waren ja keine. Aber tatsächlich macht schon dieser bestimmte Artikel statt, gab es da Ohrringe? Ne? Also die anderen Fragen, die sie gestellt hat, waren ja eher offen. Ja. So. Ja. Und dieses, kannst du mir noch was zu den Ohrringen sagen, ist ja schon so, mir geht es jetzt um die Details. Kannst du mir noch was zu den Ohrringen sagen? Nein. Gar nicht? Nein. Irgendeiner von den Herrschaften, die ich heute gesehen habe, hatte goldene, lange Ohrringe. Aber ob es die war? So, also schon längere. Mhm. Wo ich gedacht, oh, schick. Also noch ist ihr klar, ne? Es ist unsicher, es könnte Maria gewesen sein, es kann aber eben auch eine andere Person gewesen sein. So. Daraus könnte ne, über die Zeit mit Wiederholung eine falsche Erinnerung entstehen. Goldene lange Ohrringe. Wenn, ja. Also Merle hat das nochmal wiederholt und sie so noch erstmal so relativiert, wenn, ja, dann lang so. Das waren schon mehrere ineinander, so weißt du? Ah, so. Ach so, okay. Ja, sprechen Sie die ganze Zeit weiter. Es wird eigentlich implizit, steht immer im Raum, wir sprechen aber über Maria so, ne? Das heißt, das Ganze trägt dazu bei, ne, dass diese Ohrringe mit Maria assoziiert werden. Im Gehirn verbinden sich plötzlich das Netzwerk, da gab es Ohrringe, ja, genau. Das Netzwerk Maria. Genau. Kannst du mir noch was zu den Ohrringen sagen? Aber nicht bei allen gelingt die Manipulation. Das ist echt faszinierend, wie man so darüber nachdenkt und selbst anfängt, an sich zu zweifeln. Ja. Merle versucht es noch mit einer anderen Suggestivfrage. Die anderen haben mir ja noch was zu Ohrringen berichtet. Kannst du mir bitte genau schreiben? Also Merle hat ja im Grunde gesagt, die anderen haben mir schon erzählt, was über die Ohrringe. Und das suggeriert natürlich noch einmal mehr, da waren Ohrringe. Und übrigens, die sind den anderen auch aufgefallen, ne? Es waren runde, ich glaube, man nennt sie Kreolen, goldfarben. 2 Zentimeter im Durchmesser, 2,5 vielleicht. What? 3 Details zu den Ohrringen, wenn er vorher noch wirklich quasi eigentlich nichts zu der Person im Allgemeinen sagen kann. 4 von 10 Personen glauben am Ende, sich an Ohrringe zu erinnern. Okay, haben wir so durch unsere 10. Ja. Schon heftig. Das ist witzig. Aufs Gedächtnis kann man sich mehr verlassen. Also darauf, dass man sich nicht darauf verlassen kann, sozusagen. Ne? Und dass so ein Experiment echt klappt eigentlich. Aber wieso? Neurobiologisch kann man es erklären. Genau dann, wenn wir unsere Erinnerungen wieder wachrufen, sind sie besonders anfällig für Manipulation. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel an diesen Moment hier zurückerinnere, dann werden die neuronalen Netzwerke wieder aktiv, die diese Information eingespeichert haben. Die sind aber nicht an einem bestimmten Ort im Gehirn gespeichert, sondern die Neuronennetze sind zum Teil weit übers Gehirn verteilt. Einzelne Komponenten unserer Erinnerung finden sich da, wo sie im Gehirn eingegangen sind. Die Information über den Geruch, der in der Luft lag, ist zum Beispiel woanders abgespeichert als die über die Temperatur oder die über den Ort, an dem wir waren. Wenn wir uns erinnern, werden diese zusammenhängenden Informationen wieder aktiviert und ergeben für uns dann wieder einen Gedächtnisinhalt. New York bei eisiger Kälte mit Kaffeeduft in der Luft. Aber genau dabei können sich Fehler einschleichen, weil Assoziationen gebildet werden, die da ursprünglich gar nicht hingehören. Zum Beispiel, weil eben neuronale Netzwerke aktiviert werden, gleichzeitig mit diesem hier, die damit eigentlich gar nichts zu tun hatten. Beispielsweise, wenn ich, während ich mich erinnere, an das denke, was ich gerade tue, wie einen Schluck Tee trinken zum Beispiel. Oder wegen einer Suggestivfrage, also weil ich mir gerade etwas vorstelle, wie die Ohrringe. Genau dann wird also jetzt diese ursprüngliche Erinnerung hier mit einer neuen Information verknüpft und dann neu mit abgespeichert. Diese Erinnerung ist damit verändert. Und wenn ich sie das nächste Mal wachrufe, dann denke ich an diese neue manipulierte Version. Jetzt könntet ihr euch ja fragen, was ist das denn für ein fehleranfälliges System? Aber seht's mal so, nur weil unser Gehirn dazu in der Lage ist, sich ständig neu anzupassen, quasi ständig neue Verknüpfungen herzustellen, sind wir auch in der Lage dazu, unsere Erinnerungen mit komplexen Vorstellungen zu verbinden, kreative Ideen zu entwickeln und Problemlösungen. Und natürlich zu lernen. Wenn euch interessiert, wie wir unser Gedächtnis tunen können, dann schaut doch mal in Folge 1 rein. Der nächste Tag und der letzte Teil unseres Experiments.
Ihr habt euch ja gestern Probandinnen rausgesucht, die jetzt wieder eingeladen sind. Was ist denn heute unser Plan? Wir haben gestern 4 Leute gehabt, die auf Merles Suggestion hin dann tatsächlich etwas berichtet haben, was ja nicht da war, nämlich die Ohrringe. Maria hat ja keine Ohrringe getragen. Und die Idee heute ist ja jetzt dann zu gucken, ob wir dieses suggerierte Detail sozusagen wieder rückgängig machen können. Das heißt, diesmal verstecken wir zwei uns, weil es ist jetzt irgendwie wichtig, dass das eine andere Person macht, oder? Es gibt so eine Art Konsistenzstreben. Die Leute haben ja gestern Merle gegenüber etwas erzählt. Das heißt, wenn Merle da jetzt heute wieder sitzen würde, dann hätten sie vielleicht so das Bestreben, dasselbe wieder zu erzählen. Ja. Dann würde ich sagen, wir huschen rüber. Werden unsere Probandinnen die eingepflanzten falschen Erinnerungen erkennen? Herzlich willkommen zurück. Wir kennen uns ja von gestern schon. Jawohl. Ich würde dich heute gerne nochmal zu der Maria befragen, aber nochmal ein bisschen unter anderen Vorzeichen. Und zwar, es ist ja so, dass wir zwar ganz oft irgendwie denken, unsere Erinnerungen sind wirklich die Erinnerungen an das Ereignis, was wir da erlebt haben. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, dann sind das ganz oft so ein bisschen so eine Vermischung von mehreren Quellen. Also zum Beispiel Familiengeschichten, die immer so erzählt werden. Man erinnert sich vielleicht selber gar nicht mehr an das Ereignis, sondern an diese Geschichte, die dann da immer erzählt wurde. Also jetzt klärt sie Ihnen erstmal darüber auf, wie Erinnerung funktioniert. Genau, und auch der Unterschied zwischen Erinnerung und Quelle einer Erinnerung. Und deswegen würde ich dich jetzt gerne nochmal bitten, so gut wie möglich zu sortieren, was ist wirklich das, was du selber gestern von Maria wahrgenommen hast? Also ich erinnere mich dann an eine junge Frau. Mhm. Und ich meine ja, sie hätte dunkle Haare gehabt. Mhm. Und es wurde gestern auch nach Ohrringen gefragt. Und ich weiß, dass ich gestern Ohrringe gesehen habe, die aus den Haaren rausgehangen haben. Und darum habe ich gedacht, dass sie diesen Bob gehabt hat, wo die Ohrringe aber raushängen. Hättest du die auch genannt, ohne dass Merle dich dazu befragt hätte? Nein. Warum nicht? Also ich habe Ohrringe gesehen gestern und da die anderen alle keine Ohrringe um haben, muss sie das gewesen sein. Das ist auch ganz typisch, das nennt man Sense-Making, dass sie sich quasi selber erklären, woher kommt denn diese Erinnerung. Das klingt ein bisschen nach einer Schlussfolgerung. Wenn ich dich jetzt wirklich bitte, nur dabei zu bleiben, was wirklich in deiner Erinnerung an Maria von gestern, würdest du dann sagen, sie hatte Ohrringe an oder nicht? Nein, nur mit der Schlussfolgerung. Also es war eine Schlussfolgerung, okay. Ja. Ein erster Erfolg. Funktioniert das auch bei der zweiten Probandin? Als ich gestern Nacht mich schlafen gelegt habe, habe ich gedacht, vielleicht habe ich mir das alles nur ausgedacht. Ich habe gestern so viele neue Leute gesehen, dass ich dachte, vielleicht ist das ein Phantombild, das aus der Kombination aller neuen Frauen, die ich gesehen habe, so entstanden ist. Ich habe gesagt, ich meinte, ich hätte Ringe gesehen, goldene Ringe. Und Merle hat dann später von Ohrringen gesprochen. Wenn ich dich bitte, wirklich nur bei deiner Wahrnehmung zu bleiben. Ich kann mich nur ziemlich sicher an die schwarzen Haare und an den hellen Pulli erinnern. Mhm. Ja. Voll gut. Ja. Auch bei den zwei weiteren Teilnehmern gelingt es. Sie erkennen die falsche Erinnerung. Wie ist denn jetzt so dein Gesamtfazit über diese 4 Versuchspersonen? Also insgesamt hat es ja super geklappt, auch schon bei dieser ersten Phase hat man ja gemerkt, dass einige von den Personen das super gut differenzieren konnten, was ihre eigene Erinnerung ist und was ich dann auch zum Beispiel versucht habe, irgendwie zu suggerieren. Wie passt das denn jetzt aber in einen größeren Kontext eurer Forschung? Also es passt eigentlich ganz gut, weil das ungefähr dem entspricht, was wir in der Forschung auch wissen. So ungefähr der Prozentsatz, 30-40% der Personen entwickeln solche falschen Erinnerungen. Und so in dem Ausmaß des Rückgängigmachens hat es jetzt hier fast vielleicht sogar noch besser geklappt als in unserem Experiment. Ist ja schon ganz schön heftig, dass bei 30-40% der Menschen in den Studien dann wirklich sich solche falschen Erinnerungen bilden. Könnt ihr mir dazu was erzählen? Also wir haben es ja quasi gemacht, dass wir Kindheitserinnerungen irgendwie suggeriert haben. Und das waren halt wirklich so Sachen wie, die sind im Urlaub verloren gegangen. Wir haben die dreimal befragt und beim dritten Mal haben die uns wirklich eine Riesengeschichte davon erzählt, wo sie im Urlaub verloren gegangen sind, wer sie wiedergefunden hat, was irgendwie die Eltern danach gesagt haben. Und das funktioniert erschreckenderweise genauso einfach wie das gestern. Bedeuten eure Forschungsergebnisse dann jetzt nicht irgendwie, dass Zeugenaussagen, dass man die eigentlich in der Pfeife rauchen kann? Ganz so schlimm würde ich, also nee, ganz so schlimm keinesfalls. Also, weil wir müssen natürlich auch sagen, wir haben jetzt hier schon auch sehr nach einer ganz peripheren Sache gefragt und wir haben ein ganz irrelevantes Detail versucht einzureden. Ne? Ja.
nehmen wir jetzt mal so Straftaten, wenn es zum Beispiel um irgendetwas geht, ein wirklich zentrales Geschehen, wo ich zum Beispiel selber auch Opfer von wurde oder so, ist es natürlich schon noch mal ein bisschen was anderes. Also typischerweise ist dann zumindest die Erinnerung an das Kerngeschehen, was da passiert ist und so, die ist lange nicht so leicht beeinflussbar. Was bedeuten eure Forschungsergebnisse denn für die Vernehmung und für Zeugenaussagen vor Gericht? Also ich glaube, man kann einige Sachen daraus ableiten. Ne? Also ich meine, dass man natürlich nicht suggestiv befragen sollte, das kennen wir schon eine Weile lang. Da gibt es ja auch schon Schulungen. Aber ja, es wäre wahrscheinlich sehr hilfreich, wenn man Zeugen und Zeuginnen sozusagen von vornherein darin ermutigen würde, wirklich bei dem zu bleiben, was sie wirklich wahrgenommen haben, was sie wirklich gesehen haben, was sie wirklich gehört haben. Und Jennifer Thompson, wie lebt sie mit ihren Erinnerungen? I don't have nightmares about the rape any longer. And I think it's because I've been able to process. Like, that's not to say I don't have severe triggers, because I do have severe triggers. And it's usually when it's dark and I'm by myself. But Ronald and I have become friends over the last 25 years. When I think of Ronald, I don't think of scary. You know, I think of, oh, he's a grandfather. He's got 3 granddaughters now. And oh, wow, you know, he really likes chicken and, you know. How can you help heal? Healing does not require us to change what happened to us, because we can't. I can never be unraped. The only way to heal through trauma is to tell our stories. When stories are kept in the dark, they have power over us. And as soon as we have permission to bring those stories to light, we get to own our power again. Mit ihrer eigenen Organisation hilft Jennifer inzwischen auch anderen Betroffenen. Unsere Erinnerungen sind doch irgendwie so das Ding, von dem wir denken, das gehört nur mir, das kann mir keiner wegnehmen. Deswegen finde ich es schon scary zu wissen, wir können uns auf sie eigentlich gar nicht wirklich verlassen. Erinnern ist eben ein kreativer Prozess. Und das kann eben im schlimmsten Fall dazu führen, dass jemand unschuldig im Gefängnis landet. Auf der anderen Seite ist es aber auch eine Folge dessen, dass unser Gehirn so wandelbar ist. Seiner Leistungsfähigkeit im Prinzip. Und die ermöglicht es uns ja auch, kreativ zu denken, zu assoziieren, vorausschauen, zu planen. Nur, wenn ihr jetzt das nächste Mal irgendwie streitet und denkt, genau so ist es ja wohl gewesen, dann wisst ihr jetzt, ihr könntet euch täuschen. Da unser Gedächtnis wirklich wahnsinnig komplex und super spannend ist, haben wir noch 2 weitere Filme dazu gemacht. Die findet ihr hier drüben. Und wenn euch Explore gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und den Kanal abonniert.